Hallo und herzlich willkommen bei Afan, deiner Marke für Training aus Deutschland. Heute gibt's bei uns Pizza und Gelato in Rom. Wir bringen euch mit nach Italien zum Roma Throwdown. Genau, nach Bella Italia geht's heute. Der Flieger startet auch in ein paar Stunden. Koffer sind gepackt hier. Zwei große Taschen und dann geht's zum Roma Throwdown. Nachdem Jonas euch das letzte Mal beim French Throwdown mitgenommen hat, geht's jetzt ein bisschen südlicher nach Italien und dann zeigen wir euch mal, wie die Leute in Italien Wettkampfsport feiern und was sonst alles abgeht. So, und wir haben es geschafft. Wir sind angekommen im Hotel bzw. in der Ferienwohnung. Mega cool, mega groß hier. Wir können auch hier kochen. Das heißt, für die nächsten Tage ist auch gesorgt. Und gab einen kleinen Zwischenfall beim Flughafen. Also mein Rucksack wurde rausgezogen und nach Sprengstoff untersucht. Aber es hat sich herausgestellt, es war nur das gute Isoactive. Das hilft beim Trainieren, gibt mir viel Energie, aber damit sprengen wir nichts in die Luft. Also, sind gut angekommen. Jetzt noch ein bisschen hinlegen. Tag ist doch recht lange, also wir sind schon seit 5:30 auf den Beinen. Jetzt ein bisschen schlafen, dann gehen wir einkaufen für die Tage. Vor allem viel Nudeln, Haferflocken kaufen. Und dann heute Abend geht's zum Check-in, schauen wir uns die Arena mal an und ja, dann nehmen wir euch auch mit, zeigen euch alles. Aber jetzt heißt es erstmal ein bisschen aufs Ohr hauen, ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen, Schlaf nachholen und dann geht's heute abends weiter. Okay, sind gerade vom Einkaufen zurückgekommen. Schön fetten Einkauf, ordentlich Carbs, ein Kilo Nudeln plus Gnocchi dann noch dazu. Natürlich, was darf nicht fehlen, ein bisschen Müsli mit Milch. Für Frühstück morgen, Haferflocken haben wir dabei, Orangensaft, ganz wichtig, mein Lieblingsgetränk Gatorade, dann noch ein bisschen Gemüse fürs Abendessen, Sonnencreme, soll 30 Grad die nächsten Tage haben. Alle Workouts bis auf das Schwimmworkout sind auch draußen, das heißt gut eincremen und Hut mit einpacken und Geheimtipp von Jonas, nicht Deo gegen den Gestank, aber Deo gegen Schweiß. Und das beim Sandbag-Workout schön auf die Arme drauf sprühen, damit die nicht so schwitzen und man den Sandbag besser greifen kann. Also Props gehen an Jonas und ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das ist jetzt der Einkauf für die nächsten paar Tage, sollte es reichen. Ich habe auch meine italienische Köchin dabei, die das alles ein bisschen besser zubereitet als ich. Und ja, gebt mal gerne einen Tipp ab in den Kommentaren, wie viel das Ganze gekostet hat. Haut mal eine Zahl raus. Und mal schauen, was in den nächsten Tagen noch dazu kommt. Jetzt erstmal ein bisschen was snacken, noch ein bisschen Wasser nachfüllen, damit wir gut hydriert sind. Und dann geht's zum Check-in. So, wir sind jetzt da, haben es geschafft. Sonne geht auch runter, also echt cooles Wetter hier. Das Rack mit der Sonne im Hintergrund. Und ja, alles Outdoor, also wird auf jeden Fall interessant. Und ja, Rack hat Ringe, Seil, dazu gibt es eigentlich noch kein Workout. Mal schauen, was da noch kommt. Handstandwand, also die Workouts sind schon bekannt. Es gibt auch eine zweite Area hier drüben dann noch und eine Schwimm-Area. Also wir schauen uns jetzt noch ein bisschen um. Sieht aber schon richtig stabil aus. Die Goodie-Bag haben wir auch schon ausgepackt. Einmal mit Schweißbänder, T-Shirt und natürlich Namensschild. Ja, und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen hier um und dann geht's wieder zurück ins Hotel, gut schlafen und dann morgen in den Tag starten. Erster Tag oder erster Wettkampftag. Es ist 6:30 und ich habe noch wenig Sport gemacht. Tatsächlich heute am ersten Tag erstes Workout um 21.40 Uhr. Sehr besonders, so ein spätes Workout ist ganz gut. Dann habe ich nicht die Prügelhitze auf jeden Fall. Aber das heißt auch heute, wir haben lang geschlafen, dann Frühstück gemacht. Dann sind wir ein bisschen draußen spazieren gegangen,
Wir haben tatsächlich so einen kleinen Calisthenics-Park gefunden und ich habe so einen 10-Minuten-EMOM gemacht, einfach um ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Dann noch einen Nachmittagssnap, Mittagessen um 15 Uhr und ja, jetzt gibt es Abendessen. Ganz einfach, nur Nudeln und Ketchup, ja, damit es schnell runtergeht. Und so in 3 Stunden, ja, dann geht es gleich los mit dem ersten Workout. Und ja, mal schauen, was das wird. Ich habe auch aufgepasst, dass ich heute genug trinke. So circa 4 Liter schon getrunken. Und jetzt gibt es dann vor dem Workout wahrscheinlich doch noch einen Energy Drink, einfach damit ich nicht komplett einschlafe beim Workout. Aber wird gut, wir nehmen euch mit zum ersten Workout und dann gibt es dann auch noch mal Feedback. Are that's ready, just ready. 3, 2, 1, go! Let me tell them one time, I've been on the grind, this is my prime. Ha. Let me tell them one time, I've been on the grind, and this is my prime. Yeah, sorry for the wait, didn't think I'd come up, y'all just need a little faith. I've been pacing, just waiting on the river with an ace. Gotta move real careful, we coming surveying the place. Touchdown in your city, that's arrival. Y'all got one thing on your mind, it's survival. But if you wanna take a shot at the title, call the medic, we checking your vitals. Let me tell them one time, I've been on the grind, this is my prime. Let me tell them one time, I've been on the grind, and this is my prime. Let me tell them one time, set them all in my prime. Let me tell them one time, I've been on the grind, feeling real good, yeah, holding my prime. It's about that time, say your goodbyes, cause ain't no match for the way that I grind, yeah, I'm holding my prime. Prime time, we mile high to get close. Same city as voice and I mean woes. It's flat best for the checks, that's a bank rolls. I've been killing it, I'm guilty, case closed, yeah. Y'all are too basic, my reputation borderline amazing, good things coming, they just need a little patience. Ready for whatever, all you gotta do is say when. And my eyes on the prize, I visualize. I ain't ever taking a break, you taking 5. Even if I ain't got it, know that I make the time. On my next move by the time that the ink will dry, huh. Let me tell them one time, I've been on the grind. Okay, geschafft. Erster Tag, sehr langer Tag, beziehungsweise tatsächlich waren wir nur 1,5 Stunden bei der Competition. Ja, erstes Workout geschafft. Lief besser als im Training. Also, ihr habt es ja gesehen, war mit Sandbag, Gymnastics Movements und dann am Ende ein M-Rap mit Hansel Walk. Im ersten Teil war ich nicht so schnell, war da eher im, ja, letzten Drittel vom Heat, aber beim Hansel Walk konnte ich noch einige überholen. Das lief ganz gut. 65 Meter habe ich dann geschafft. Das war so in ungefähr 3 Minuten verbleibender Zeit. Welche Platzierung es ist, habe ich gerade eingeblendet. Selber weiß ich es noch nicht. Also mal schauen, was dann das Leaderboard sagt. Und jetzt, genau, ihr seht schon, kein richtiges Abendessen. Nur noch ja, Kohlenhydrate nachschieben, bisschen Kekse, bisschen Schokomüsli, Orangensaft und dann geht's auch gleich ins Bett. So, Tag 2 der Competition. Heute geht's dann richtig los. Also gestern war ja nur ein Event. Heute steht dann 3 an. Das heißt jetzt auch gut frühstücken mit, ja, Haferflocken, Orangensaft, griechischer Joghurt, ein paar Beeren, Kaffee. Dann hier einmal Wasser mit extra Salz. Tipp von mir, den Krug, weil es sehr heiß wird und man sehr viel schwitzen wird. Das heißt einfach noch ein bisschen Salz extra. Das heißt aber auch viel trinken, damit ich nicht dehydriere heute. Dann geht's in so 2-3 Stunden los. Erste Event ist heute mit Power Cleans, Hands and Push-Ups, Wallballs und Pistol Squats. Danach das Schwimm-Event mit Assault Bike und Schwimmen und abends dann noch Rudern und Burpees. Und dann schauen wir, wie die Events werden. Wir nehmen euch wieder mit. Gestern war schon ein guter Start und schauen wir, dass es heute so weitergeht. 3, 2, 1, go!
Event geschafft. Das Workout gerade lief ganz gut. Konnte konstant durcharbeiten. Das heißt, klar, ich bin ein bisschen langsamer geworden mit den Transitions, aber konnte generell gute Pace halten. Power Cleans sind immer schwerer geworden, aber konnte da trotzdem schnell durcharbeiten und hat auch für den dritten Platz bei dem Event gereicht. War besser als gedacht. Ihr seht mich immer nur beim Essen irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich habe noch so 3 Stunden bis zum nächsten Event, das heißt, wir sind nochmal schnell in die Wohnung. Kurz abgeduscht, paar Nudeln gemacht, kleine Portionen. Jetzt gut erholen und dann geht's mit dem Schwimmen weiter. Ein Event nach dem anderen und dann schaut zu. Ready, set, let's go. I'm on the way up. I'm on the way up. I'm on the way up, going all the way up. I'm on the way up. I'm on the way up. I'm on the way up, going all the way up. There's nothing you can do to stop it. I've been on the way up, cause they know I'm popping. Hits, no misses. Clean up like the dishes. Ain't no point telling me to stop, cause I won't listen. Every level got a new devil. I'ma give them hell, cause I don't know better. I'm a born winner. I'm going all the way up. There's nothing you can do to make me ever give up. Let's go. I'm on the way up. I'm on the way up. I'm on the way up, going all the way up. I'm on the way up. I'm on the way up. I'm on the way up, going all the way up. I'm on the way up. I'm on the way up. I'm on the way up, going all the way up. I'm on the way up. I'm on the way up. I'm on the way up, going all the way up. 3, 2, 1, I'm going up like a spaceship. I'm shaking the ground, I'm making it loud. I go to work when nobody's around. It's time to get it. Get it. It's time to go. Go. It's time to shine. It's my time to blow. So I'ma steal the show. Ready, set, go. I'ma blow up like a C4. Tick, 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 tick. Boom. I'm on the way up. I'm on the way up. I'm on the way up. Going all the way up. I'm on the way up. I'm on the way up. I'm on the way up. Going all the way up. I'm on the way up. I'm on the way up. I'm on the way up. Going. I'm on the way up, going all the way up. I'm on a new level, I'm on a new level. I'm on a new level, leveling up. I'm on a new level, I'm on a new level. I'm on a new level, leveling up. I'm on a new level. Zweiter Tag geschafft. Der Tag war auf jeden Fall ein bisschen länger. 3 Events. Zum ersten habe ich ja schon Feedback gegeben. Dann gab es das Schwimm-Event. Das lief ganz gut. Strategie war, ersten 2 Assault Bikes gut pushen, da hatte ich dann einen Vorsprung auch, aber dann bin ich am Ende noch eingeholt worden. Trotzdem 2. Platz, bin super happy damit. Und jetzt im letzten mit Burpee Box Jump Over und Rudern war auch die Strategie, die Burpee Box Jump Over so schnell wie möglich schaffen, damit man mehr Zeit auf dem Rower hat. Hat ganz gut geklappt. Einmal habe ich eine No-Rep bekommen und am Ende wurde es doch ein bisschen langsamer. Und die Paces aus dem Training konnte ich auch nicht halten, aber bin auch damit super zufrieden. Jetzt einfach gut entspannen, noch hier ein bisschen zuschauen, dann gut essen, schlafen, gut recovern für morgen. Jetzt gute Nacht und bis morgen. So, Tag 3 steht an. Letzter Wettkampftag. Ich habe die Nacht nicht so gut geschlafen, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt einzuschlafen, aber na, irgendwann, ein paar Stunden habe ich doch zusammengebracht. Körper fühlt sich okay an, also ich spüre schon ein bisschen Muskelkater in Beinen, Rücken. Also ich merke schon den letzten Tag, aber es geht noch. Essen fällt mir schwer, aber trotzdem ja nochmal irgendwie 800.000 Kalorien beim Frühstück reinhauen, damit ich Energie für den Tag habe und dann zwischen den Events noch ein bisschen nachschieben. 2 Events stehen schon fest. Ich freue mich auf die Snatch Ladder jetzt gleich am Anfang. Und dann gibt es hoffentlich noch ein Final-Workout. Das heißt, 3 Workouts, wird ziemlich heiß. Um 12 geht's los. Ja, ich freue mich, aber jetzt ein Event nach dem anderen angreifen. Und ja, erstes Event ist Frühstück. Es waren 15
60, 60, 70 Kilo. Die ersten beiden Stangen habe ich unbroken gemacht. Dazwischen muss man das Gewicht wechseln. Ja, da habe ich einfach darauf geachtet, ruhig zu bleiben. Und bei der 70 Kilo Bar dann 4 unbroken und die restlichen schnelle Singles gemacht. Hat mich auch super gefreut, hat für einen Event-Win gereicht. Sind ein bisschen die Emotionen hochgekommen. Und danach ging es in One Rep Max Snatch. Hat nur 2 Minuten Zeit gehabt, deswegen war der Plan, so 3 Lifts zu machen, 2 recht schnell nacheinander. Und dann hat man auch nicht mehr viel Zeit für den dritten. War dann 90 Kilo, 96 Kilo und 100 Kilo Power Snatch alles. Power Snatch PR auch, nur 3 Kilo unter meinem Snatch PR. Genau, erster in der Leiter und 6. im Liften, das hat super gepasst. Dann das Workout mit den Double Under eher so Damage Control. Einfach schauen, dass ich gut durcharbeite und nicht ganz hinten lande. Ich glaube, so Top 10 sollte es gereicht haben. Das hat auch gut gepasst. War so 20 Double Under plus die 10 Push Press schneller als im Training. Das hat mich gefreut und am Ende konnte ich ja in der letzten Runde noch 2-3 Leute überholen. Das war auch wichtig. Jetzt gibt es ein Final Event schon, ihr werdet es gleich sehen. Nochmal 4 Runden Gas geben, Spaß haben und auf das Event konzentrieren jetzt. Gut, mal schauen, wie lange Pause ist, ob ich nochmal Mittag mache oder nur Süßes zwischendrin esse. Und dann geht es nochmal, gibt es nochmal Vollgas und dann schauen wir, wo ich rauskomme am Ende. 3, 2, one, go. Let's do this. Got peace, your homie rolling. Let me offer my condolences. You don't know just how I'm doing. In the silence, golden broke, cause they know I'm talking fluent. Got them under the influence, the truest is talking to them. Recline your ego, bumping them out. Music, I'm eschewing. I just doing good today, gonna have to get explicit. I got love for rappers like I do for my fucking ex bitches. And I got that past, though, I'm gonna ask permission if I could kick it. Checking a repertoire, I got that rep on par with the best who did it. Let's get it how I'm living. Shout out to the ones that with them. Think that I wanted a ransom. Where the ends gold dog when I'm in the building. And it's kind of ironic, who would have thought that I'd be the hottest. Never came close to being no bitch, but you know Stone was a fucking product. Tell me who won it. Not what you wanted, bound to be iconic. Baby, you got it. Let me get that love and that's 100, checking the proof on it. When I'm in the spot and I catch the feeling, raising the roof on it. You know that we gonna pop it. Letztes Workout geschafft, hat noch mal für einen zweiten oder dritten Platz gereicht. Ich konnte das Workout einfach genießen. Ich habe gewusst, ich muss so in der Nähe von Drittplatzierten bleiben, damit ich den zweiten Platz sicher habe. Und es hat gut funktioniert. Konnte dann sogar am Ende noch ein paar überholen. Und es hat für einen gesamt zweiten Platz gereicht. War eine durchwachsene Vorbereitung, also herzliches Dank an Jonas, meinen Coach. Er hat mich super darauf vorbereitet. Ich gab dann in der Woche vorher noch eine kleine Verletzung, Motivationstief, aber bin durchgekommen, bin gesund, hat super Spaß gemacht, das Event. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Eindrücke geben. Dann gibt es auch noch ein riesen liebes Dankeschön an Ilaria. Sie hat mich ja die ganze Zeit betreut, bekocht, alles für mich gemacht. Und ja, es war auch riesen Support, dass sie dabei war und mich unterstützt hat. Ohne sie hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Und ja, bin jetzt super dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte. Ich hoffe, ich konnte euch
das hier schön zeigen. Okay, das war's vom Wettkampf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir probieren diesmal noch ein neues Format. Das heißt, ich bringe euch ein bisschen Rom näher. Wir nehmen euch mit nach Rom. Mal schauen, wie viel Pizza ich in den nächsten Tagen essen kann. Mein Tipp ist 7. Mal schauen, ob ich das schaffe. Genau, genießt die halbe Minute, Minute, die jetzt noch kommt. Das war's jetzt auch aus Rom. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt gerne, wie euch der Vlog gefallen hat. Gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer auf positives oder konstruktives Feedback. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.